Ja, hallo. Mein Name ist Alexandra Dröhner übrigens, nicht Döner, aber das passiert des Öfteren mal, gerade hier in Berlin. Das ist immer gut für einen Lacher. Ja, wir haben gelacht. Gut. Ich beschäftige mich seit 1979 mit Popkultur. Da war ich 12. Und eine meiner ersten selbst gekauften Maxi-Singles. Und falls hier irgendjemand nicht weiß, was eine Maxi-Single ist, kann er gerne nach dem Talk nochmal zu mir kommen und fragen. Ich erkläre das dann gerne. War auf jeden Fall diese hier. Rapper's Delight von der Sugar Hill Gang. Und ich komme aus einer Kleinstadt, ich komme aus einem Dorf, Exten heißt es in Niedersachsen. 2000 Leute wohnen da. Und da war das eigentlich eine ganz schöne Leistung, mit 12 Jahren schon so eine Platte zu haben. Das hat mich einiges gekostet, nicht nur Taschengeld, was ich mir zusammengespart habe, sondern auch Reisezeit. Ich musste irgendwo hinkommen, in die nächstgrößere Stadt. Mami, kannst du mich bitte in die nächstgrößere Stadt fahren? Da musste ich dann einen Plattenladen finden, der die auch hat. Und es war damals nicht so, dass dann da 10 Stück von so einer Platte stand, sondern vielleicht 2. Und wenn man Glück hatte, hat man dann eine ergattert und ist dann wieder nach Hause gekommen. Und dann fing das ganz große Glück an. Das Glücksgefühl, was man da hatte, würde ich ja ungefähr so beschreiben, ist so wie heute ein Jugendlicher, der den 5000. Instagram-Follower hat oder einen Jahresgutschein für Primark geschenkt bekommt. Ungefähr mit dieser Größe vom Glücksgefühl habe ich dann mit der Platte in meinem Zimmer gesessen. Die Platte kommt auf den Plattenspieler, das Cover in die Hand. Ganz wichtig. Man hat dann da gesessen mit dem Cover und hat während der gesamten Laufzeit der Platte dieses Cover hin und her gedreht, reingeguckt, dran gerochen, wie fühlt sich das an, gelesen, sichtet Cover eingeprägt, das Bild, was ist da drauf, wie sieht das aus, wie sind die Liner Notes, wer hat das produziert, wie heißen die alle und das Allertollste sowieso auf der ganzen Welt, die Lyrics. Ab und zu gab es dann auch mal Platten, da waren die Lyrics drauf und die waren dann das Tor zur Welt, das Tor dazu, dass ich mit meinem Künstler eine ganz enge Beziehung eingehen konnte, indem ich mitsingen konnte. Ich konnte Wort für Wort, in dem Fall nicht singen, sondern rappen. Und ich kann das übrigens immer noch in Auszügen, bin damit der Star auf jeder Karaoke-Party, wenn ich zu Karaoke-Partys gehen würde, was ich nicht tue. Und auch übrigens, das ist die Originalplatte. Die habe ich zu Hause abfotografiert, die habe ich da noch stehen von 1979. Und dann ging das immer weiter. Es war wundervoll. Die Zeit, die ich verbracht habe mit dem Künstler, mit der Musik, mit dem Cover, das war im Grunde das Beste, was ich mir vorstellen konnte. Und das habe ich eigentlich auch mein gesamtes weiteres Jungleben so weitergeführt. Es kamen immer mehr Platten dazu, mehr Taschengeld, mehr Platten, irgendwann selber Geld verdient, auch alles wunderbar. Und es gab immer diesen Aspekt, dass ich da sitze vor meiner Stereoanlage und das Cover in der Hand halte und dadurch Quality Time mit meinem Künstler verbracht habe. Intime, persönliche, ganz auf mich konzentrierte Zeit mit der Musik verbringen konnte. So, wie sieht das Ganze aber heute aus? Heute wissen wir, Vinyl ist tot. CDs kann man nirgendwo mehr reinschieben, MP3-Player sind obsolet und die gesamte Musikindustrie jammert und klagt darüber, dass es keine Abverkäufe mehr gibt und dass das böse Internet und die ganze Piraterie das Geschäft komplett ruiniert hat. Und erst seit kurzem, wenn wir uns angucken, was draußen los ist, erst seit kurzem ist die Musikindustrie eigentlich dabei, vernünftige neue Revenue-Modelle zu entwickeln, die mit dem digitalen Strom und nicht gegen den digitalen Strom schwimmen. Ja. Trotzdem haben wir keine Cover mehr. Wir können nichts anfassen. Wie du gerade schon eingangs gesagt hast, man erinnert sich nicht so wirklich, weil man das erste MP3 von irgendeinem Album gekauft hat. Man hat nicht ein richtiges Erlebnis, das man verbinden kann mit dem wahnsinnig prickelnden Gefühl, jetzt neue Musik erleben zu können. Zu Hause allein ist man auch meistens sowieso nicht mehr, sondern alles findet auf dem Handy statt. Wir haben einen unendlichen Strom von Informationen, von Musik, von Entertainment. Alles ist mobil, alles ist social, alles ist on demand und eben auch
alles ist Musik. Musik ist überall, wird einem ständig um die Ohren gepustet. Ein unendlicher Strom von News und Empfehlungen und Videos und GIFs und Sharing und Caring und Kanye und Taylor und Beyoncé und Drake. iTunes, Spotify, Soundcloud, YouTube und so on. Und natürlich Apps. Und Apps sind unser Thema heute, und zwar nicht irgendeine App, also nicht Google Maps oder so, oder eine Album-App von David Guetta, die einfach nur mal kurz die letzten Titel zusammenschmeißt und ein paar Videos zeigt, sondern tatsächlich schöne, hochwertige, hochkreative, wundervolle, digitale Musikkunstwerke. Und wenn man Kunst sagt, wie wir alle wissen, muss man auch Björk sagen. Und hier kommen wir auch direkt zum ersten Beispiel. Biophilia ist ein Album von Björk, das kam 2011 raus. Und es war nicht einfach nur ein Album, es war ein Multimedia-Spektakel. Ich weiß nicht, wie viele von euch hier eigentlich solche Apps auf dem iPhone haben oder auf euren Smartphones besser gesagt. Vielleicht, wer benutzt Album-Apps? Okay, nicht viele, muss ich sagen. Ein Zeichen vielleicht. Biophilia auf jeden Fall ist eine extrem riesige App. Mit riesig meine ich tatsächlich auch die Speicherplatzgröße, die diese App einnimmt, das sind mehrere hundert MB. Man braucht schon einiges, um sich das Ganze herunterzuladen. Es ist eine Multimedia-App, die nicht nur für sich selber steht, sondern die im Grunde das gesamte Björk-Universum zur Zeit der Plattenproduktion, also zur Zeit der, also in 2011, vereinnahmt. Es ist ein Gesamtprodukt aus ihren Performances, aus ganz neuer Technologie, die sie dann auch damals auf der Bühne benutzt hat, aus tabletartigen Instrumenten, die Sound erzeugen auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Sie hat diese App zusammen entwickelt mit einem sehr bekannten Developer, Scott Snibbe, ein Pionier auf dem Gebiet, passen also gut zusammen, die zwei. Und diese App hat nicht nur eine App, sondern jeder einzelne Track hat eine eigene App. Und vielleicht mal kurz einen Eindruck. Nein, sorry, ich bin lost. Funktioniert nicht. Warum nicht? Jetzt funktioniert's. Danke. Nochmal zurück. Okay, eine App auf der Leinwand zu sehen, ist natürlich nicht unbedingt das Tollste auf der Welt. Eine App ist natürlich besser da aufgehoben, wo sie wohnt, nämlich in eurem Smartphone. Das heißt, hier können wir einfach nur mal so ungefähr sehen, wie
der Eindruck ist, den ihr bekommen könnt. Die App macht ansonsten was ganz Kreatives, nämlich sie möchte von euch, dass ihr mit ihr interagiert. Ihr könnt quasi Remixe machen, ihr könnt die Tracks, die ihr da gerade kurz angespielt gesehen habt, selber beeinflussen, ihr könnt versuchen, eure eigene Version davon zu machen, ihr könnt das Ganze aufnehmen, ihr könnt das Ganze speichern, ihr könnt es personalisieren. Ich muss sagen, ich fand das äußerst also anstrengend bei dieser App. Es ist mir nicht leicht gefallen, was damit zu machen. Und auch das Ergebnis war jetzt nicht gerade von höchster musikalischer Qualität. Man muss sich wirklich lange damit beschäftigen. Was aber natürlich auch, und da hören wir später noch mehr darüber, der Sinn des Ganzen ist. Hier sehen wir einmal sehr gut, wie Björk versucht, Musik anders zu verstehen als rein solitäres Erlebnis. Björk möchte mit ihren Fans kommunizieren, Björk möchte zeigen, wie Musik Natur und Technik verknüpfen kann. Björk möchte euch ein Erlebnis geben, was weit über ein singuläres Hörerlebnis hinausgeht. Ich muss sagen, dass ich das Ganze etwas übertrieben finde. Diese App ist für mich ein sehr, sehr tolles Experiment, ein wunderbares Entwicklungsstück, ein super Fortschritt in Softwareentwicklung, in dem Zusammenspiel von Musik und Software, aber insgesamt ein ganz schön großer Klotz. Vielleicht ist das sogar bei Björk ähnlich angekommen. Wir sehen, dass sie ihr letztes Album Vulnicura ganz ohne App rausgebracht hat, sehr, sehr zurückgegangen ist zu ihren Wurzeln und hier zum Beispiel einfach nur ein Video dazu gesteuert hat, in dem sie Virtual Reality benutzt, beziehungsweise 360-Grad-Video. Und wir sehen, dass Björk anscheinend hier auch eher dem neuen Trend folgt, immersive statt interaktiv. Anderes Beispiel, nein, noch nicht, so. Anderes Beispiel kommt von Björks Kollegen Radiohead. Radiohead lassen es alles etwas entspannter angehen. Polyfauna heißt die App. Sie ist aus dem Jahr 2014 und kann eigentlich nicht besonders viel. Hier mal ein erster Eindruck. Wir werden von der App in Welten geführt. So beschreibt sich die App auch selber. Your screen is a window into an evolving world. Die Evolving Worlds sind quasi in auch wieder 360-Grad-Technik aufgenommene animierte Welten, die uns sehr erinnern an, na, würde ich mal sagen, alte Videogames oder die Oberflächen von alten, oder die Cover sogar von alten Science-Fiction-Romanen. Es ist eine sehr abgespeckte Version von Welten, in der nicht richtig viel passiert. Was aber passiert ist, dass wir während der meisten Zeit in dieser App auf der Suche nach dem weißen Kaninchen sind, in Form von diesem kreiselnden weißen Objekt, was ihr da seht. Wenn man nah genug rankommt an das Objekt, und das macht man, indem man sein Telefon natürlich immer in die jeweilige Richtung schwenkt und versucht, dieses Objekt zu erhaschen, dann kommt man wie durch ein Portal in die nächste Welt und die sieht dann zum Beispiel so aus. Was man machen kann, ist außerdem in manchen Welten noch mit dem Finger zum Beispiel Vektorzeichnungen auf die Welt malen. Das kann man aber auch nicht in jeder Welt. Jede Welt hat quasi so ihre eigenen Gesetze, die muss man rausfinden. Auch hier wieder zählt vor allen Dingen die Zeit, die man sich mit der App beschäftigt. Das Ganze geht zurück auf Musik, die sie produziert haben für ihr Album King of Limbs. Die App kam allerdings nach dem Album raus, ist also keine typische Album-App, sondern eher eine App, die nachgeschoben wurde und die sich vor allen Dingen mit den Variationen eines Tracks beschäftigt. Bloom heißt der Track und man hört Variationen dieses Tracks dann in jeder neuen Welt anders. Damit das alles funktioniert,
muss man sich mit seinem Handy ganz schön wild in der Gegend rumbewegen. Das heißt, man kann nicht nur so stehen, man muss sich wirklich drehen und wenden, bietet sich also nicht unbedingt an für die U-Bahn oder fürs Klassenzimmer, ist ein ganz schönes Gehampele. Und ich muss sagen, ich fand es nicht so besonders spannend. Ich habe allerdings ein paar Rezensionen von Nutzern gelesen und was viele Nutzerrezensionen gemein hatten, war zum Beispiel die Empfehlung, ihr müsst das mal high zocken. Also hier sehen wir, dass diese App auch noch einen ganz anderen Benutzerkreis anspricht, nämlich genau die Leute, die ihre Hörerlebnisse nicht nur mit visuellen Elementen, sondern auch noch mit halluzinogenen Elementen erweitern wollen. Die finden diese App besonders toll. Bei mir war es nach einer Zeit so, dass mir der Arm lahm wurde und ich nicht mehr so richtig Lust hatte, weiter rumzufuchteln, habe es also abgebrochen. Eine App, die dann aber ungleich interaktiver und auch businessorientierter daherkommt, ist zum Beispiel die App von Animal Collective und die heißt Painting With. Die macht dann auch genau das, nämlich Painting With. Ihr könnt mit dieser App malen. Und ihr könnt mit dieser App nicht nur alleine malen, sondern ihr könnt euch irgendeinen anonymen anderen App-Nutzer suchen, der auch gerade online ist und die App benutzt, und mit dem gemeinsam malen. Das heißt, wir haben hier schon mal ganz klar ein soziales Element, das wir in der Radiohead-App nicht hatten. Diese App ist rausgekommen ein paar Wochen bevor das Album mit gleichen Namen, Painting With, rausgekommen ist und hat versprochen, dass es einen Track zeigt, der nicht auf dem Album vorhanden ist. Und dann, und dafür ist die App da, nämlich als klassisches Teaser-Format, um sich dann das Album zu kaufen, kann man auch ganz smart das Album direkt aus der App heraus kaufen, buy the album here. Die App ansonsten ganz niedlich, man kann aus verschiedensten Elementen wählen, zum Beispiel kann man mit den Fingern malen und die Farben einstellen, man kann selber Brushes ist in dem Moment dieses kleine runde Ding da, erstellen, indem man die App kombiniert mit seinen eigenen Fotografien, man kann aber auch einfach mit den Köpfen der Mitglieder von Animal Collective malen, die sind schon vorgegeben in der App. Und während man das tut, wird das Ganze aufgenommen, recorded. Das gibt dann ein kleines Video am Ende. Das Video kann man sich runterladen oder aber auch natürlich teilen. Über Twitter und Instagram vor allen Dingen oder auch runtergeladen ja sowieso auf alle anderen Plattformen, die man ansonsten gerne frequentiert. Ich habe das mal ausprobiert. Und ich bin nicht stolz drauf. Das schon mal dazu. Ja, yep. Oh, danke schön. Danke für den Applaus. Das sind nicht meine Eltern. Ja, ja, das ist dann ungefähr, was rauskommt, wenn man nicht so hyperkreativ ist, was Malen anbelangt. Ich fand das jetzt, das war auch mein allererster Versuch. Ich habe da jetzt nicht noch mehr Zeit investiert. Ich habe auch keine eigenen Brushes gemacht, aber es ist am Ende irgendwie süß und irgendwie lustig und man hat ein kleines Musikvideo, das man selber gemacht hat und das man ganz wunderbar natürlich teilen kann und ja, seinen Freunden schicken kann und sagen kann, ey, mach das doch auch mal. Und das ist eigentlich schon der ganze Sinn und Zweck dieser App. Meine Lieblings-App, die ich ausprobiert habe, ist allerdings die von Massive Attack. Die ist relativ neu und sieht so aus. Hier muss ich wirklich dazu sagen, es lohnt sich, die selber auszuprobieren. Es ist kaum möglich, diese App hier
vorzustellen, weil die Atmosphäre, das Feeling, das Haptische der App kann ich unmöglich hier auf der Präse darstellen. Da müsst ihr wirklich ins Netz und euch die runterladen. Es gibt einige Punkte, warum die App meine Lieblings-App ist. Zum einen gibt es 4 tatsächlich neue Songs von Massive Attack zu hören, zumindest in Auszügen zu hören. Denn, und hier sind wir auch wieder bei den wirklich sehr smarten, verkaufsfördernden Elementen, die so eine App haben kann oder vielleicht sogar sollte, werden die 4 Stücke zwar angeboten, wenn man dann aber auf die Oberfläche kommt, die einem Personal und Original anbietet, kommt man, wenn man auf Original klickt, direkt in den Store. Das heißt, ich kann mir den Original-Track nicht anhören in der App. Ich muss, wenn ich mir den ganzen Track anhören will oder den sogar kaufen möchte, weg aus der App in den Store und loskaufen. In der App aber funktioniert dann die Personal-Version und die führt einen in eine wirklich extrem tolle, sehr düstere, fast aggressive schwarz-weiße Oberfläche. Und immer wenn man irgendwo hinfasst, um irgendwas auszulösen, sieht man quasi nochmal seinen Fingerabdruck, der erscheint und dann wieder verschwindet wie von einem Geist. Die Musik von Massive Attack dazu, die selbst auch sehr düster ist, sehr aggressiv, sehr, sehr hart, gibt dann noch genau den richtigen Hintergrund dazu. Mit dieser App kann ich alle möglichen Sachen machen und das Tollste ist eigentlich, dass sich diese App auf unterschiedlichste Dinge einstellt. Wenn du die morgens benutzt, hat sie zum Beispiel einen anderen Sound, als wenn du die abends benutzt. Das heißt, sie reagiert auf die Tageszeit. Außerdem reagiert sie noch darauf natürlich, wie du das Telefon bewegst. Sensor Motion. Du kannst die Snippets, die du hörst von der Musik, beeinflussen mit der Bewegung deines Telefons. Wenn du also das Telefon so bewegst oder so, hörst du jeweils eine andere Art von Klang als vorher. Das heißt, du kannst hier einen Remix erzeugen, den du mit deinem Telefon beeinflussen kannst. Und das Ganze kannst du dann auch natürlich wieder aufnehmen und teilen. Na klar. Ich habe das auch mal gemacht, das ist allerdings wirklich auch nicht so richtig gut geworden und vielleicht auch ein bisschen wackelig. Jo, das war jetzt mal ein kurzer Blick in mein Schlafzimmer. Was man aber glücklicherweise nicht richtig erkennen konnte. Und so ist auch die ganze App. Die App verwandelt quasi die Welt, die du durch die Kamera siehst. Dann bin ich fertig? 5 Minuten? Oh mein Gott, alles zu kurz hier. In diese düsteren, wundervollen Bilder. Jetzt wollte ich euch eigentlich noch lang und breit erklären, was diese Apps eigentlich bedeuten. Denn wir haben hier nicht nur die Erweiterung des Hörerlebnisses, die wir hier selber erfahren können. Wir haben hier natürlich auch ein knallhartes Marketingprodukt. Das heißt, wir haben hier eine Plattenindustrie, die mit allen Mitteln versucht, irgendwie an die digitale Welt anzuknüpfen. Also muss auch versucht werden, mit Formaten umzugehen, die Jugendlichen heutzutage benutzen. So eine App spielt also sehr rein in das Nutzerverhalten der heutigen Jugendlichen. Und wenn wir uns dann das große Zauberwort der Stunde angucken, Shareability nämlich, kommen wir dahin, was die App nämlich machen möchte. Die App möchte gerne, dass jeder Nutzer selber Marketing macht für die App und das macht er natürlich gerne, wenn er was Personalisiertes mit seinen Freunden teilen kann. Das heißt, die App ist natürlich dazu da, dass die Crowd Promotion macht für den Künstler, ohne dass die Plattenfirma dann noch weiter investieren muss. Außerdem ist so eine App natürlich immer eine News. Ein Album, das irgendwie einfach nur so alleine rauskommt, kann auch gerne mal in irgendwelchen Ecken von Musikmagazinen verkümmern. In dem Moment, wo man eine große, technologisch wertvolle App dazu packt, ist dir die Newsmeldung sicher und zwar nicht nur bei der Musikpresse und
in irgendwelchen Spartenmagazinen, sondern in den ganz großen Magazinen. Biophilia, wenn ihr euch vielleicht erinnert, da gab es seitenlange Berichte im Spiegel, Huffington Post, im Wired, in irgendwelchen Tech-Magazinen, die sich ansonsten mit Musik nicht so viel beschäftigen. Das heißt auch hier, die App ist dafür da, um nicht nur das Hörerlebnis zu erweitern, sondern auch das Markenerlebnis, in dem Fall für den Artist. Was das Schönste ist für mich an diesen Apps, und hier möchte ich zurückkommen zu meinem eingangs berichtigten Ritual in meinem Schlafzimmer vor meinem Plattenspieler, ist, dass ich mich wieder mit dem Künstler beschäftigen kann. Das heißt, das Hörerlebnis, das Erweiterte, das damals für mich das Cover war, kann jetzt für mich die App sein. Die Zeit, die Me-Time, die ich mit dem Künstler verbringe, verbringe ich in der App und habe am Ende tatsächlich auch was dabei rauskommt. Die Faszination ist nach wie vor nicht so groß, und man sollte auch bedenken, dass die Jugendlichen ja sich vor allen Dingen auf ihren eigenen Apps aufhalten, nämlich auf Snapchat, auf Musical.ly, auf den ganzen anderen Programm, Apps, Plattformen etc. Das heißt, der Erfolg von diesen Apps ist nicht unbedingt garantiert. Auch noch als Letztes sind die Apps natürlich dafür da, um dem Künstler einen gewissen Distinktionsgewinn zu geben und zum Beispiel eine bestimmte Reputation weiter zu verdichten. Wenn ich als Band wie Animal Collective oder als Künstlerin wie Björk den Ruf habe, immer offen für neue Technologien zu sein, dann muss ich natürlich auch eine App machen, um zu zeigen, ich bin am Puls der Zeit, ich weiß, was Sache ist. Ich möchte euch hiermit nicht die Lust an den Apps kaputt machen, möchte euch nur noch mal mit auf den Weg geben, schöne kreative Dinge sind nicht immer nur schön und kreativ, sondern die haben natürlich knallharte Marketing-Hintergründe, und außerdem, das sollte man auch nicht unterschätzen, sammeln die Apps bestimmt auch noch ein paar Daten auf dem Weg auf euer Handy. Damit eine Frage im Publikum. Hallo Ulrich Tausend. Hallo. Ich finde es sehr interessant, weil ich mich mit den App-Musik-Alben überhaupt noch nicht beschäftigt habe. Ich beschäftige mich mit App-Musik. Ja. Also wie man halt mit Telefon und Tablets Musik erzeugen kann. Also App-Musik vielleicht für einen anderen. Es gibt tausende Apps in den App-Stores von allen großen Musikfirmen. Und ich da kann man auch einfach selber ganz viel machen. Da wollte ich nur den Hinweis quasi noch einfügen lassen. Das ist ein guter also auch Hinweis. Zum Beispiel appmusik.de ist da eine ganz gute Webseite oder meine eigene, das ist dann Ulrich Tausend Appmusik oder sowas. Aber da gibt es eine Menge. Wir sehen in diesen Apps, die führen natürlich auch schon ein bisschen da so hin, wenn man sich gerade die Björk-Sache anguckt. Die will dich anleiten, selber Musik zu produzieren, und da ist es dann wirklich so, geht raus aus diesen Apps, guckt euch die Apps an, in denen ihr selber wirklich was machen könnt. Das ist dann, würde ich sagen, fast besser investierte Zeit. Juti. Noch Fragen im Publikum? No. Gut. Okay, dann viel Spaß mit den Apps der Zukunft. Die werden wahrscheinlich alle noch ein bisschen virtueller. Und viel Spaß auf der Republika. Vielen Dank.